So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Wir müssen anscheinend zu Brucey. Ich würde mal sagen, wir sollten einmal da vorschauen. Oder, da hört man schon mal, dass ich leicht verkühlt bin. Einmal. Aber ja, ist ja schon wenigstens langsam hinter mir. Da kann man schon wieder aufnehmen. Da geht schon wieder alles klar. Ein bisschen leiser. Wir könnten ja, da sind ja viel männlicher. Einmal. Ah, perfekt. Wenn man klärt, dies auf sich selber mal. So losstartet, oder? Ich würde mal sagen, wir nehmen halt einfach mal alles an, damit wir da auch gleich mal höher. Naja, so richtig schön schaut die jetzt aber auch nicht aus. Bist du neisch? Also die Strähnchen könntest du aber das schon ein bisschen verfeinern. Aber na gut, wir wollen ja nicht das kritisieren. Ah, vielleicht doch. Na gut. Ich würde sagen, wo müssen wir denn genau hin? Ah, da fuhren. Okay, denke mal Gott. Weil, wenn ich mir schon denke, Bruce, wo bist denn du, Digi? Wo bist denn du, Junge? Kumpel 3, wie ist der Status? Nett. Vorher-Modus oder was? Das wär's. Genießt du die Aussicht? Nicht genug, um mich von dem abzulenken, was mich unten erwartet. Aber ich bin bereit. Ich muss es wohl sein. Okay. Ich bereite jetzt den Verhörraum für dich vor. Wenn du reden willst, benutzt den Funk. Danke, Ned. Ich muss nur über einige Dinge nachdenken. Gut, aber denk nicht zu viel nach. Zu dieser Gedanke. War der so schlecht? Roy hat alle erforderlichen Energiekerne zur Chimera gebracht und ich dachte mir, er könnte bleiben und euch bei der Ausstattung helfen. Wir können einen anderen Aimbot umbauen, der seinen Platz hier im Ameisenhügel einnimmt. Ah, na dann, perfekt. Und ich wollte schon sagen, war der Sex so schlecht, dass du in die dunkle Seite gewandert bist? Ach du Scheiße. Hey, Ned, ich werde gleich mit Monika reden. Sie wird versuchen, mich zu manipulieren. Das weißt du, oder? Ich kenne Monika gut. Nein, tust du nicht. Es gibt 1000 Monikas. Sie wechselt sie wie Masken, wenn sie muss. Ja. Hör mal, ich sage nur... Wenn du mit Erwartungen reingehst, wird sie dich überrumpeln. Soundcheck. 1, 2, 3, sind wir drauf? Okay? Okay. Moment. Der fackelt sie irgendwie, gell? New Jersey und dem Heroes Park, während der Countdown bis zum AIM-Erlebnis läuft. Geschäftsführer Dr. George Talton. Stöp, oder? Dann muss der Junge schlecht werden, Alter, nach der Zeit. Das Unternehmen wird seine neuesten Technologien vorstellen. Was auf der Daily Bugle. Es ist wichtig. Spidey, nach 5 Jahren gibt AIM Vollgas. Ich hoffe aber, dass Spidey genauso ausschaut wie Marvel's Avengers. Marvel's Spider-Man. Boah, das wär's. Oh, ich liebe diesen Anzug. Der schaut richtig geil aus. Ich freue mich auf die Remastered-Version. Nur noch inspirierender, weil hier gewöhnlicher menschlicher Einfallsreichtum die technologische Renaissance einläutet, die unser Leben verändern wird. Unfassbar, dass die Nation vor 5 Jahren um eine ihrer strahlenden Städte getrauert hat. Du schaffst das schon. Ich versuch's. Es ist schwer, sich nicht hilflos zu fühlen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zahlen, was sie getan haben. Das werden wir. Versprochen. Gut. Servus, Christi. Sag mal hier, was hast denn du, der Bulli? Sollen wir uns vielleicht einmal da was gönnen? Natürlich nichts. Ich schau trotzdem halt. Was? Schon geht. Was? Schon geht. Wie bei den Madeln. Wenn du da Freundin hast, schon geht, aber mir darfst du auch nicht jetzt noch. Ist nichts dabei, aber im Handumdrehen habe ich mehr. Sichern Sie, du siehst aus, als würdest du dich erholen. Das Gefängnis hat mich viel Substanz gekostet, aber bald kann ich wieder kämpfen. Achso, da die eine und andere Rüstung, das die hat schon aus. Das machen 3 Stunden Schlaf mit einem Menschen. Man sieht komisch aus. Schaut da doch gar nicht mehr so schlecht aus. Muss ich sagen, das schaut gar nicht mehr... zeig her, zeig her. Ihr Scheiß auf die Ressourcen, Alter. Ich würde gern. Forscher haben! Wieso kann ich da keinen Forscher machen? Na, gescheißen. Ja, vielleicht wäre ich auch nicht den richtigen Charakter vielleicht dazu. Gesichert? Ja, Agent Romanoff. Gut. Öffnen Sie die Luftschleuse für mich. Und danach nur noch für Dr. Banner. Ist das klar? Ja, Ma'am. Leite Luftschleusen-Override-Protokoll ein. Also. Noch eine größere Puffen ging aber eh nicht mehr, gell? Meine du hast mit Monika gearbeitet. Ziemlich lange. Sie hat sich verändert, oder? Nein, ich glaube nicht, dass sie jemals Gefühle für dich hatte.
Aber falls ich mich irre und sie echte Gefühle zeigt, nutze sie aus. Das ist dein Druckmittel. Ich habe deine brutale Offenheit immer geschätzt, Ned. Du schaffst das, Bruce. Nein, du musst es schaffen. Wir müssen die gefangenen Inhumans finden, bevor wir AIM die Party verderben. Das ist halt wieder die Frage. Ich glaube, also so wie ich sie jetzt einschätze, im Laufe der Story, haben wir sie ja hin und wieder ein bisschen kennengelernt, würde ich jetzt eher weniger sagen, dass die irgendwie was verraten würde. Ich glaub's nicht. Wir haben mit dem Ding schöne Campingtrips nach Handy Woods gemacht. Also, ich würde sagen, nicht nur das, glaube ich. Also, wenn man so Avengers 2 sich anschaut, zwar ist es leider nur ein paar Küsschen geblieben, aber man weiß ja nie, was dazwischen passiert ist. Man weiß ja nie. Ich wette, ich hab genau, was sie brauchen. Jetzt sagen wir hier die Belohnungen da. Ja, Judith, leck mir was. Gib her, Gönnung. Komm her da. Mehr hast du nicht für mich. Puh. In deine Fresse, Alter. Wieso hast du nicht mehr für mich, Alter? Das ist ja... Das ist ja billig klumpert, das gibt's ja nicht. Krank Vier, dann krieg ich nur ein bisschen was. Den hat's ins Hirn geschissen. Jetzt hab ich mir gedacht, ob du jetzt kriegst massig an neue Sachen, dies, das, jenes. Am Furzel. Wie alles so schön bewacht ist. Wirklich. Die Buffen ist fast so groß wie sie. Bist du deppert? Ich meine ja nur, Alter. Ein bisschen übertreiben kann man sie auch. Okay. Hat vorhin nicht gehasst, nur Brucey oder was? Und jetzt sind alle da, na super. Also ich kann schon verstehen, warum sie Brucey sich gegönnt hat. Schafft er das? Wäre besser. Wenn wir Taltons kleine Party aufmischen, wird er wieder aufräumen. Das AIM-Erlebnis. Wirklich kein guter Name. Naja, wir müssen wissen, wo dieses Labor ist. Hunderte Inhumans stehen auf dem Spiel. Also Tiny Dancer, hä? Lass mich raten, du hättest Rocketman genommen. Ach bitte. Ganz kalt. Oh. Du bist meine Candle in the Wind. Die Show geht gleich Rocket. Los. Lass mich raten. Wie er daher kommt, Alter. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Die triumphale Rückkehr der Avengers. Freiheitsberaubung und Folter? Macht AIM die Welt so zu einem besseren Ort? Bitte. Ebola, die Pocken... Kinderlähmung wären ohne Laborratten tödlich. Inhumans sind nicht krank, Monika. Du nimmst dir nur ihre Kräfte für deine kleinen Roboter. Roboter mit sehr komplexer KI. Dazu fähig, die effektivste Nutzung ihrer Kräfte zu berechnen. Bei nur minimalen Humanverlusten. Wo ist das Labor, Monika? Du kannst Terrigen nachbauen, klar. Aber das wird katastrophal enden und das weißt du. Du warst am A-Day da und weißt, wenn wir das nochmal machen, werden wir nicht nur die Inhumans gefährden, sondern uns alle. Wenn ich mich recht erinnere, war der A-Day deine Schuld. Uff. Verdammt. Wir brauchen einen stabileren Tisch. Tja, einige Dinge ändern sich wohl nie. Ob sie das auch anspielt, wenn er kommt? Oh. Plötzlich kriegt er auch grüne Augen. Na moin. Ist das was? Schön ruiniert. Nicht schlecht. Du siehst alles als Experiment an, oder? Tatsächlich. Talton... Inhumans.
Mich. Boah. Da hat schon was geht. Die hat schon was Zeit gehabt. Bissl Gefühle hat sicher gehabt. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Kommt schon. Ida hat sich schon mal gefragt, ob der Hulk einen großen oder einen kleinen hat. Also, sei mir nicht böse über die Grünen. Hätte schon zutrauen. Ein drittes Bein. Jarvis? Dafür, dass er sich jedes Mal kurze Hosen hat. Carlton will seine Komplizin holen. Nett, Quinjet? Kannst du Gedanken lesen? Du kommst mit mir. Okay. Hey, also, du passt auf dich auf, ja? Nur wenn du es auch tust. So wie immer. Kamala, los! Huch, AIM darf nicht verhindern, dass wir Humans der Presse vorstellen. Ich vermute, Georgie Boy ist... Ich gönn mir einfach mal, Leon, gell? Ich gönn mir einfach mal. Jarvis, behalte unseren Gast im Auge. Sie ist gerissen. Oh, hoppala! Hoppala! Uiuiuiui! Und da hat sogar schon das ein oder andere übernommen. Na super. Okay. Ich mach einfach mal wieder das nächste auf. Bevor da nur irgendwelche heftigen Sachen passieren. Ich glaube, das gehört aber nicht zu dir, gell? Das gehört aber nicht zu dir, gell? Oh, doch. Alter, das schaut aus wie die Waffen von der, Alter. Von der Blackie, Alter. Das gibt's ja nicht. Ah, sind wir schon so weit? Sind wir schon so weit, dass wir nur noch die Dinger weggeben, oder was? Die was unter 20 sind, sind wir schon soweit. Ich habe jetzt ernsthaft upgraded. Bin ich so deppert? Ja. Definitiv. Definitiv deppert. Das gibt's ja nicht. 120. Mashallah. Können wir schon wieder arbeiten tun. Können wir schon wieder alles löschen. Wird's das alles noch nie gegeben? Okay, ja, 32, Alter, das ist und sogar noch was Episches. Ja, jetzt muss man ja sagen, schon legendär, ich weiß nicht. Das haben sie anscheinend geändert oder irgendwas, ich weiß nicht. Früher war das immer andersrum, oder? Oder bilden wir das ein? Das war doch immer andersrum, dass das Epische immer das Gelbe war. Das regt mir erst recht umso mehr auf, weil das ja eigentlich... Weil ich habe gewettet gehabt. Und ich habe die Wette verloren und ich habe noch gesagt gehabt, yes, das gibt's ja nicht, ich habe extra da. Da kann ich nicht falsch liegen, weil bei so vielen Spielen ist das episch und das Ganze. Ich schau noch ganz kurz wegen den Herausforderungen, die halten eh nicht mehr. Oh, okay, die halten eh noch lang. Ja, passt, die haben wir schon doch gehabt. Ui, bald Mitternacht, weißt du, muss bald wieder schlafen gehen. Nein, dass wir da wieder ein bisschen aufpassen müssen, aber schaut eigentlich relativ gut aus. Passt, let's go. Jarvis, kannst du die öffnen? Tut mir leid, Sir. AIM sperrt mich aus. Dann die Alter. Methode. Hat schon was. Na dann, let's go. Oh. Die Sache ist eskaliert. Jetzt dürfen sie auch schon die Wände kaputt machen. Na super. Na gut. Haben wir sie da mal eine da. So, machen wir gleich mal den großen da. Mehr hier. Oh, gehen wir. Weg. Gehen wir schnell aus dem Weg. So, machen wir gleich groß auch noch. Pippi fein. Nicht von ihm, Alter. Das mach ich schon immer. Ich bin gerade schwerst beschäftigt. Ich kann auch nicht auf die bösen Jungs, wie jetzt kommt. Also nicht nur auf die bösen Jungs. So, machen wir mal den hier. Tschüss. Alter, für das haben die da schon gute Stärken. Ich sag's dir nur. Ich tue lieber jetzt einmal so angreifen, was der. Ja, in der Luft kannst du es ja wieder nicht. Aber weißt du was? Jetzt scheißen. Jetzt einfach nur scheißen. So, machen wir es lieber so. Tony, wir brauchen Luftunterstützung. Komm sofort hier rauf. Bin gleich da. Jarvis, vergiss die Kanonen. Talton wird bald zu dir kommen. Geh zum Kontrollraum, Kleine. Greif alles an, was sich den Energiekern nähert. Wird gemacht. Oh, wenn man den so unterwegs so sieht. Mashallah. Wären wir am liebsten gleich selber hier. Wären wir am liebsten gleich selber. Miss Khan, Sie sind jetzt im Kontrollraum. Ich bin unterwegs. Ah, Dankeschön. Bitte beeilen Sie sich. Danke für die Info. Danke für die Info. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, es geht schwer beschäftigt. Ich würde mal sagen, komm.
Alter, die hat sich jetzt ausgeleiert. Da hat sie was ausgeleiert. Kann man mal so sehen. Ach du Scheiße, da hat jemand ein paar Jokes in sich, oder hat es gut zu nett. Der Kummer, ja, der Kummer, ja, der kriegt einmal gescheit. Ich sehe da schon, dass der allein schon einer von hinten irgendwie aufgreifen will. Das habe ich schon gesehen. Ja, wir sehen jetzt einmal. Bin ich hier? Ah, okay, ihr denkt mir gerade schon. Bin ich so allein oder was auch immer? Weil der von hinten mich nicht angreift, deshalb. Oh, mashallah. Oh, von. Es ist ein ganz großer Deck da oben. Oh, das kommt schon was. Ich warte ja nur auf die Party, Alter. Die legt ja nur immer nicht los, Alter. Das gibt's ja nicht. Ganz schwach, ganz schwach. Wie geht's euch, Rentner? Oje, oje. Das mit den Sprüchen hast du schon ganz gut raus, Kamala. Das ist so halbert, gell? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Die lernt schon, die lernt schon. Erledigt auf dem Achterdeck große Mengen von AIM-Truppen. Schäber ausweichen, Schäber. Ja, ja, das wird ein bisschen lustig und ausweichen. Erst recht, wenn der nur immer so einen scheiß Schutzschild da oben hat. Ah, perfekt. Perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, den haben wir mal. Na, brauchen wir nicht einmal. Ha! Hehehe, Bulli, Bulli, komm her da. Komm her da. Kriegst du Watschen. Hehehe, ist ein bisschen unfair, ich sag's ja nur. Scheiß Kyro-Ding, Alter. So scheiße, okay. Haha! Stöpper, da kassiert er dann aber ordentlich, Alter. Da hat er aber ordentlich kassiert, leck mir was. Oh, Blatt wie ein Flunder. Ah, so halbert. Nur so halbert. Aber ich probier's eh, ich probier's eh. Oh, irgendwas hab ich nicht. Na, leider nicht. Haben wir schon doch gehabt. Was ist der? Haben wir schon doch gehabt, Alter, dass wir da so einen Mega-Tag-Town machen können, was? Geht leider nicht. Wo müssen wir denn da überhaupt hier? Oder ich mach einfach mal irgendwas hier. Wäre mir lieber. Du? Tut mir leid. Jarvis ist nicht mehr zu Hause, Kamala. Otter Feeling. Los jetzt! Hallöchen! Ja, da schon wieder so Kyro-Kräfte, na super. Kann ich nicht groß werden? Das würde ich viel geiler finden. Ich sag's ja nur. Ja, genau! Ja, wie oft soll ich da noch ausweichen, oder? Das hat sich behindert. Ich bin ja nur noch am Ausweichen, oder? Bei den Hurenkindern. Was? Mach dir mal groß. Takedown. Sehr gut. Aber wir sind wieder ein bisschen größer. Ich will gleich wieder den nächsten Takedown machen können. Du bist so naiv. Sei still. Deine neuen Freunde werden dich enttäuschen. Uff. Mehr kann ich nicht. Uff. Im Gegensatz zu dir vertraue ich Bruce und den anderen. Da haben wir schon schön kassiert. Ja, wenn da nicht wenigstens noch einer dazukommen würde, dann würde man noch besser austeilen können. Komm her, weg, Rosser, komm her. Oh, jetzt habe ich mal kassiert. Auf und 20 Schlägen. War das gar nicht mehr so schlecht. Das Deppel, mir kommt sofort, wir da auch gar nicht kassieren. Passt, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ich glaube schon, Miss Khan. Danke. Aber ich fürchte, dass Dr. Rappaccini entkommen ist. Ich habe ein Problem, Kamala. Ich brauche dich auf dem Oberdeck. Sofort. Ich komme. Monika, sie entkommt. Ach, geschmoren. Was für ein wunderbarer Alter. Gefiere von den Wurzviechern. Ja, klar, mach du das einmal. Ich halt mich da bedeckt, gell. In Manhattan Zeugen der Rückkehr der Avengers. Aber sie greifen anscheinend die Stadt an. Lass die Kamera laufen. Habe ich da gerade gelesen, Dr. Pike? Zufall, dass dieser Angriff genau an dem Tag erfolgt, an dem AIM sein vielversprechendes neues Adaptoid-Programm vorstellen soll. Oh,
Scheiße. Nicht schlecht. Seit wann ist der Doktor? Danke. Alter! Oha, das hat schon was. Hat schon schöner Auftritt, Alter. Jetzt müssen wir nur noch kämpfen können mit ihm. Ja, wenn ihr wenigstens auch was aktivieren könnt. Passt. Gut zu wissen. Ja, what? Ich will doch mal. Ja, wurscht. Ich schlag jetzt einfach hier, oder? Das gibt's ja nicht. Ah, wahrscheinlich brauche ich das mit dem Aufladen, damit ich blitze da, gell? Na, warte. Nee. Jetzt. Da, Tor daher. Kommt da, der passt nicht fliehen, Alter, du Huren. Jetzt kann es nur lustig werden. Weil das schaut so aus, wie würde es ihm gar nicht wehtun. Moin. Bisschen vorher, ein bisschen dies, bisschen das. Das steht ihm nicht. Oh, nicht? Niemals, wenn Sterbliche in Gefahr sind. Wo versteckst du dich, Doktor? Ah, da kann ich. Warte, da muss ich eine klären. Ja, da muss ich eine. Was? Pipi-Fan. Pipi-Fan. So, dann machen wir da noch den ein oder anderen mehr, oder? Uff. Das ist eine schöne Druckwelle. Hat das schon was? Nee. Aber da muss man noch ein bisschen lernen. Da muss man noch ein bisschen lernen. Bis deppert. Allein schon, was die. Wenn der Hammer weg ist, das ist schon Arsch. Na komm. Scheiß Schild, oder? Weg da. Na gut. Das ist ja hier. Oh ja, den hole ich mir jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, okay. Oh, okay. Ich hab's mir irgendwie beeindruckender vorgestellt, irgendwie. Um einiges. Beeindruckender. Um einiges. Schon mal geübt sein. Oh, hallo. Genau wie früher. Anscheinend hat er mich nicht vermisst. Nett, ganz nett. Das Praktische ist wenigstens, dass er nicht gleich von Anhieb wieder fliegen will. Das finde ich schon super. Okay, da ist dann anscheinend die Reichweite besucht, ganz Arsch. Warte, wir haben da lieber mal da eine. Ja, genau. Perfekt. Ja, darf ich jetzt auch mal zuschlagen, Haverer? Ja, genau, Alter. Lass mich jetzt auch mal hinschlagen jetzt. Damit es jetzt gar nicht so unfair wird. So, zack. Next. Heike, das ist super, dass du es machst. Schießen, Alter. Mit der 1009. Irgendwas habe ich gesehen, ich habe mit B. Das ist jetzt leider zu spät. Danke, Heiki. Da hat einer schön kassiert. Was? Ah, okay, dann müssen wir mal den und dann den nochmal mehr machen. Ich merke schon. Warte. Schauen wir, können wir das mal das da herkriegen? Na gut. Wir haben nur das einmal mehr, okay. Das gefällt mir gleich mal. Oh, so kann man schön kassieren. So kann der wirklich schön kassieren. Immer so ein bisschen wieder ausweichen. Machst du das? Ich schau dazu. Oder soll ich dir helfen? Nein, ich helfe dir da. Das funktioniert das ja nichts. Juri, wir machen das gemeinsam. Das sehe ich schon. Maschallah. Jetzt wird das erst recht gut werden. Okay, ist nichts gedroppt worden. Passt. Haben wir sie gleich wieder da hin. Ja genau, jo. Damit ich gleich mal kassiere hier. Das ist schon sehr praktisch, Alter, wenn der gleich mal in der Luft und so alles mitnimmt. Wie macht er das? Warte, jetzt wollt ihr mal was Neues ausprobieren. Gescheißen. Okay. Kann man schon mal machen.
Das ist schon sehr weh. Nee. So wird das nicht. Guck mal jetzt. Den hole ich mir jetzt. Halt mir auch chillig, oder wenn der jetzt dazu kommen wird. Oder Iron Man. Boah, das wäre es jetzt. Das ist schon was. Okay, da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr Schaden erwartet. Ein bisschen mehr. Navigation ist okay, aber die Triebwerke sind noch tot. Glas halb voll, ne? Wir sollten uns beeilen. Oh, das hole ich mir jetzt. Ich glaube, wir haben hier nur noch. Oh, na wort. Ha! Immerhin eins. Auch wenn es nicht viel ist, immerhin. Neues Höschen? Oder Gürtel? Oder Korsett? Alles klar, Digi, ich hab mir schon doch gehabt, du bist ein bisschen dicker geworden. Hab's mir schon doch gehabt. Ihr wollt nur nichts sagen. Gute Nacht. Scheißen, Alter, du schaust einfach jedes Mal geiler aus. Ja, voll Scheißen, Alter. So. Oh, wo waren die anderen? Gescheißen. So, den. Hey, ich will den in der Luft, Alter. Gescheißen. Scheiß ernst. Lange hat er durchgehalten. Waschla? Gut, davon wiederbelebt. Na moin. Kann man auch mal bringen. Passt. Na schau. Schaut ja wenigstens schon mal noch was aus. Was? Bloß nicht kassieren von ihm. Bloß nicht kassieren. Alter! Na wart, weißt du was? Ich denke dann lieber jetzt einmal ein bisschen nach. Und holen wir das jetzt. Ich frag mich zwar, was der so treibt, aber okay. Okay, passt. Alles klar. Ich gehe heute ohne, dass ich mehr gehe. Was, den hole ich mir. Der tut sich ernsthaft teilen. Halt sich einfach dahin. Lieber mal, dafür, dass er jetzt sich geheilt hat, Alter. Da tue ich gleich mal 10.000 Mal ausweichen, ist mir wurscht, Alter. Na komm, Alter. Mit ausweichen, das wird das wieder nichts. So ist schon praktisch. Oh, sehr gut. Mach da noch mit. Komm, irgendeiner muss mitmachen. Ich bin schon wieder der Einzige. Na geh, Alter, das wäre ja viel geiler gewesen. Das hier, Alter. Das wäre schon geil gewesen, Alter, wenn alle mitgemacht hätten. Na warte, ich komm schon. Digga, ich komm schon. Du musst nicht sterben. Ich mach schon. Ich probier, was geht. Oh. Kannst gut in die Luft. Komm her da. Ernsthaft? Na, denke mal. Denke mal, dass das den jetzt erwischt. Erinnerst du dich, Blondie? Wir waren ein Team. Ich erinnere mich, dass ich... Nein! Wir waren ein Team? Alter, damit haben wir gar nicht gerechnet. Ich hab meinen Unistrahl vermisst. Das ist eine große wieder, ein bisschen Herausforderung selber, sonst geht's eh. Gib mir, Alter, in der Luft, Alter. Kannst du das so, Alter, ohne den Hammer, Alter. Geht eh. Den hole ich mal gleich. Den nehme ich mal gleich. Ob's, das war mir jetzt schief. Wieder aufpassen, sonst können wir schon wieder kassieren. Uff, weißt du was? Das machen wir jetzt wieder. Gib ihm, Alter. Oh, schön. Oh, und jetzt noch deckt dann auch noch dazu. Oh, Maschallah, Alter. Taugt man mit ihm. Oh, schon was. War schon nicht schlecht. Wie läuft's mit diesen Max? Sie sind herausragend. Oder vielleicht bist du nur außer Übung. Tony, beherrsch dich. Einen letzten Trumpf habe ich noch, Avengers. Warum? Schlecht. Noch einen? Wie die anderen? Okay, mit einem größeren Radioturm-Sender, aber sonst. Musst du aber nicht, und genau darum geht's. Ach, shit.
deppert. Ich hab mir schon gedacht, ob die Weiche aus. Na moin. Au. Oh. Von meiner Fresse. Dankeschön. Dankeschön. Na gut. Der kassiert jetzt einmal. Sie haben eine Menge Schaden im Maschinenraum angerichtet. Er glaubt, Vigia kann ausweichen. Sie haben mir keine Wahl. Der scheiß Wichser glaubt, Vigia kann ausweichen. Gibt's ja nicht. Den hol ich mir jetzt. Wow, 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 wow. Schön Wurf ausweichen, schön Wurf ausweichen. In der Luft kann der viel besser ausweichen, finde ich. Als wie wenn der am Boden ist. Ich weiß nicht, irgendwie kriegt man das so vor. Okay, ich mach einfach mal alle anderen mehr und. Ja. Machen wir es mal so. Oder weil ich mich an den gewohnt habe. Oder weil ich mir jetzt leichter tue mit dem Kämpfen. Mit dem. Das kann auch möglich sein. Ah, oh, dann hau ich mal den Arm von oben, Alter. Jetzt einfach mal geht. Weg, 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 weg. Passt. Sonst ist eigentlich eh, glaube ich, fast zu immer. Ah, okay. Einfach nur so hin und wieder mal eine Druckwelle. Aber sonst. Okay. Ich denke, Sie kennen diesen Schild, Stark. Sehr originell. Stiehlst du als nächstes meine Frisur? Kommt jetzt eine Ulti? Oh, jetzt kommt seine Ulti. Oh. Alter. Mashallah. Also der ist schon ein bisschen überpowered mit seinen Fähigkeiten da. Keine Zeit mehr, bereit machen zum Aufprall. Hey, Gottes Donners. Bleibt hinter mir. Alter, irgendwie schon ein bisschen überpowered. Boah, schaut schon mal geil aus. Ich würde gerne den Event. Achso, ja, Avengers Tower gibt's ja gar nicht. Vielleicht irgendwie so die Anspielung auf Oscorp oder so, das wäre schon was. Ja, von